Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 5 Lazarus. So, ich habe die beiden Drachen nochmal umgelegt und habe unsere Helden nochmal schlafen gelegt. Alles wieder super, alles klasse. Bin nochmal ein Stück vorgegangen, also hier könnte man raufklettern. Aber wir schauen uns erstmal noch weiter unten um, obwohl da geht es nur ein kleines Stückel hoch. Weil ich hatte halt zuerst Angst gehabt, dass man dort vielleicht dann komplett aus dem Dungeon halt rauskommt. Aber wir kommen nur auf den Vorsprung. Dann gehen wir da doch mal hochgucken. Also eigentlich suchen wir eine Scherbe. Wieso ist jetzt wieder dunkel? Hat das unseren Lichtzauber kaputt gemacht? Wobei, aber unten fühlt sich halt besser an, weil das da könnte halt der Rückweg sein. Weil wir die ganze Zeit nach unten gegangen sind. Behalten wir mal im Hinterkopf und... Ja, Shamino, dann machen wir wieder eine Fackel. Ist auch weit aus. So, das behalten wir im Hinterkopf. Ja, sieht man auch in der Perspektive, wo das war. Okay, dann gehen wir mal bitte weiter. Falls es hier noch... Oh, Spinnen. Spinnen. Okay, dann machen wir dann doch wieder magisches Licht. In Lore. Und dann gehst du Fernkampf. Carsten macht dein Licht fertig. Fernkampf. Fernkampf. Und dann auf die Spinnen. Wir schauen eher mal nach hinten. Ja, ihr könnt schon zwischendrin auch mal schießen. Das wäre ganz cool. Wir wollen keinen Wandertag machen. Perspektivisch ist das gerade ein bisschen schwierig. Nicht aus Versehen auf den Pfeil klicken. Kommen da überhaupt Spinnen? Oh, ja. Was machst denn du da vorne, Julchen? Gutchen, Armbrust ist keine Nahkampfwaffe. Lass dir das mal bitte gesagt sein. Oh oh, Engstelle. Pause, Kamera drehen. Ja, das mit der Engstelle ist kacke zum Kiten. So, die eine ist fast tot. Die andere auch. Jetzt lasst euch bitte nicht kurz vor knapp noch vergiften. Eine tot. Julchen, du sollst nicht im Nahkampf stehen. Himmel, Herrgott nochmal. Das Mädel. So, die Spinnen sind Geschichte. Alles klar, dann weiter. Da gibt's mehr davon. So, eine tot. Die andere ist noch kaum angeknabbert. Wer steht denn da vorne schon wieder? Quenno. Quenno, auch für dich, Bögen sind keine Nahkampfwaffen. Kommen Sie mal bitte. So, jetzt macht er den Chaos. Sehr schön sogar, ohne vergiftet zu werden. Wahnsinn. So, dann nochmal an dem Kletterpunkt vorbei.
Und weiter geht's. Wir suchen eine Scherbe und ich hoffe nicht, dass ich sie schon übersehen habe. Oder man uns irgendwie Mist erzählt hat und sie nicht wirklich hier ist. Da geht's auch noch mal nach oben. Easily done. Und da geht's weiter mit... Was wuselt da? Flederaffen. Die hatten wir auch noch nicht. Die kenne ich aus anderen Ultima-Teilen. Lebenspunkte 90. Dann versuchen wir uns mal an den Flederaffen. Ah, es sind viele. Kurztelefon. So, fertig telefoniert und noch diverse andere Dinge geregelt. Während dem Telefonieren hat sich irgendwie die Pause gelöst. Ich muss noch am Rechner was recherchieren. Es gab ein alternatives Ende. Und ich habe diese Flügelaffen nicht mehr gefunden. Wobei mir das schon mal passiert war, wo wir ein alternatives Ende erlebt hatten. Und danach waren die Gegner nicht mehr da, gegen die wir gestorben waren. Also wir nehmen es mal als Gnade des Schicksals hin. Und bei der Suche nach den Flügelaffen habe ich gemerkt, hier, das ist irgendwie ein Rundkurs. Also müssen wir dann irgendwo vielleicht dann doch nach oben, auch wenn sich das zuerst mal nicht so richtig angefühlt hat. Wir schauen mal, was es hier oben gibt und hoffen, dass es dort dann irgendwie irgendwo weitergeht, beziehungsweise wir einfach diese verdammte Scherbe finden. Das wäre meine Maßnahme. So. Hat das Klettern jetzt auch die Fackel getötet? Nee, hat's nicht. Okay, dann schauen wir uns mal hier oben um. Ich hatte jetzt bei meiner Suche nach den Affen nur noch ein paar Raupen gefunden. Let us keep to the path. Ich würde mal sagen, dass da ist ein klassischer Fall von Sackgasse. Doch, da können wir noch hoch. Aber das hilft auch nicht wirklich. Okay, dann gehen wir wieder runter. Das war's dann nicht. Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwo schon die Scherbe übersehen habe. Aber ich gehe davon aus, dass die Scherbe irgendwo in dem Unterweltteil ist. Und das ist ja nur quasi der Kreisverkehr, in dem wir uns befinden. Von daher sollten wir da theoretisch nichts verpassen können. Was die Praxis dazu sagt, werden wir noch sehen. So, dann hüpfen wir dort mal bitte hoch. Ja, ich weiß, alle müssen zusammen sein. Komm, einmal kuscheln und hoch. Julchen, was machst du da hinten? Komm. Alle Mann zusammen und hoch da. Julchen, Julchen, Julchen. So, dann einmal die Fackeln nochmal starten. Sehr schön. So, wir sind wieder oben. Let us keep to the path. Und gehen bitte alle gemeinsam. Da oben hätte man auch raufgekonnt, aber ich glaube, das hätte auch nichts gebracht. Da wäre noch mal ein Pfeil, aber da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Also dann eher dort hinten hoch. Irgendwie kommen wir da schon hin. Also noch mal zurück. Das war es dann auch nicht. Shouldn't take long. Da an der Engstelle geht es noch hoch. Schauen wir mal. So, Shamino, Fackel, Neustarten. Zack, alle Mann. Und nochmal weiter. Right away. Let us keep to the path. So. Da ist ein Pfeil. Shouldn't take long. Ah, da kommen wir hoch.
Dann kraxeln wir dort mal hoch. So, Schamino, Fackel, Reboot. Sehr schön. Moment, da können wir ein Stück runter. Sind wir jetzt nicht dort, wo wir vorhin schon waren? Ja, ich glaube schon, ne? Okay, ich würde gerne hier da an diese Engstelle da rein. Habe ich nicht gesehen, dass man dort hochgehen kann. Mann. Also, ihr kennt das Spielchen. Fackel und weiter geht's. Shouldn't take long. So, geht's hier irgendwo scharf links? Ah, da ist noch eine Ratte. Zwei Ratten. Okay, Ratten sind kein Problem. Shouldn't take long. So, hier. Ich glaube, jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Und wo ich glaube, dass wir richtig sind. Aber genau das weiß man nicht. Fackel. So. Und da geht's runter. Und dann geht's da hinten wieder hoch. At once, Avatar. All right. At once, Avatar. Alle versammeln. Das Julchen da. Diesmal ist Katrina die lahme Ente. So, jetzt aber. Mädels, konzentriert euch. Da. Ah, ah, Scherbe des Hasses. Wir haben es gefunden. Oh oh. Oh oh. Okay. Scherbe des Hasses. Shaka. Können wir bitte da hoch? Sehr schön. So, jetzt konzentriert das Ding einsammeln. Möb. So, Scherbe des Hasses. Haben wir an Bord? Liegt nicht am Boden. Wieso haben wir eigentlich noch zwei Handschuhe, die nicht an Händen sind? Die kann man mit Sicherheit... Ja, Julo kann es zum Beispiel noch haben. Julia? Julchen? Wieso hast du gar keine Hände an? Julchen. Meine Liebe. Okay, Julchen hat gerade keinen Bock mehr. Julchen überladen. So, jetzt? Sehr schön. So, hat sie auch brav angezogen. So, wir haben die Scherbe des Hasses. Da wir, denke ich mal, am Ende des Dungeons sind, noch einmal kurz drüber nachdenken. Also wir sollten hier die Scherbe finden. Die haben wir. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier irgendwo noch groß weitergeht. Also machen wir uns vom Acker. Ne? Ja, ne? Ja. Auch dafür? Gut. Dann raus und zwar nach. Nach. Keine Ahnung, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber wir gehen mal nach Skabra. Ja, da liegt nämlich auch unser Kahn. So, was machen wir jetzt mit der Scherbe? I'll aid thee if I can. Was machen wir jetzt mit der Scherbe? Scherbe von Juwel der Unsterblichkeit. Okay, von dem haben wir auch noch nichts gehört. Scherbe des Hasses. Hass ist Gegenteil von Liebe. Vielleicht sollten wir damit mal nochmal in die Festung der Liebe. Also, Moment, Liebe war Empath Abbey. Wenn wir dort nochmal hingehen, hatten wir... Nee, dort hatten wir nicht den Hinweis gefunden oder bekommen, wo man die Scherbe bekommt. Ich weiß es aber nicht mehr. Okay, aber auf jeden Fall müssen wir mal zuerst mal dringend Dinge verkaufen. Dringendst.
Dann können wir uns noch überlegen, ob wir Segalions Schulden bezahlen oder auch nicht. Aktuelle Tendenz ist zu... nicht. Moment, hier gab es noch einen Kräutergarten. Da gehen wir noch kurz vorbei. Das war da hinten. So, Kräuter. Ansammeln. So, mehr ist hier nicht. Alles klar, dann Richtung Gasthaus. Dort müssten wir eigentlich einen Händler finden. Ich glaube, da oben irgendwo war die Brücke. Wow, wir haben den ersten Dungeon vollständig gemacht. Wir waren in der Unterwelt, zumindest kurz. Und wow, okay. Ich bin stolz auf uns. Man merkt schon, dass wir jetzt Level dazu gemacht haben. Ich hoffe jetzt, dass wir noch vielleicht ein Level aufsteigen können. Wobei ich kurz vor der Pause, beziehungsweise unserer Zwischenpause, hatte ich nochmal geschlafen und da kam Lord Prittich, aber wir sind kein Level aufgestiegen. Na, hier ist tote Hose. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 3:30 morgens. Dann warten wir mal einen Ticken. So. Könnte man bitte hier eine Bedienung kommen? Wird. Wir haben Hunger. Und Durst. Und möchten Zeug loswerden. So, die ersten Leute stehen auf. Nee, bei dir konnte man nicht verkaufen. Das war ein Mann hier, ne? Bei dem wir Essen gekauft hatten. Eventuell war es Rogi. Rogi, halt, stopp. Was? Wieso? Was ist denn gerade dein Problem? Rogi. Du sollst nicht hier hin und her laufen, du sollst mit uns reden. Rogi. Jetzt ist Rogi wieder weg. Ich habe Rogi kaputt geklickt, glaube ich. Ist der jetzt hier irgendwo wieder aufgetaucht? Ah, wir gehen mal kurz vor die Tür. So, dann kann Rogi sich wieder ein bisschen akklimatisieren. Dann gehen wir bitte wieder rein. Ah, jetzt ist Tamid auch nicht mehr da. Oh, Jungs. Moment, jetzt ist hier was los. Temptius... Abiona... Wer war denn hier das Personal? Abiona war es nicht, das ist eine Waldläuferin. Rogi, Rogilein. Du hast doch, glaube ich, das letzte Mal Essen kaufen, genau. Hallo, ich würde gern Essen kaufen. Spiel sagt nein. Ne. Warum nicht, Rogi? Okay, wir gehen irgendwo anders hin. Hier ist die Bedienung, scheiße. Hier bleiben wir nicht. So, Israel Por. Dann gehen wir bitte nach Ju. Dann können wir dann bei Shemfords Kollegen Zeug loswerden. Nebel? If thou art sure. Nee, das war die falsche Richtung. Dann gehen wir in die andere. I'll try. Da ist Fluss. Dann da lang. Genau, da ist die Brücke. Da I'll sind wir richtig. Und wir wollen ja eh nochmal zu Empath Abbey, weil... I'll try. ...ich wegen der Scherbe nochmal nachfragen möchte. Alright.
Weil die müssten ja eigentlich wissen, was mit der Scherbe des Hasses los ist. Wenn sie ja die Festung der Liebe sind. Mann, ist das hier eine Suppe. Orientierung ist gerade Mangelware. Aber ich glaube, da hinten war das Gasthaus. Aber ich würde gern eher zum Schmied. Moment. Wirtshaus Süden, Schmied. Da wollen wir hin. Da. Shempford ist bei der Arbeit. So. Zu dir wollen wir. So, wir möchten kaufen. Beziehungsweise verkaufen. So, der Schild kam weg. Fackeln behalten wir mal noch. Ja, die ausgebrannte Fackel kannst du verkaufen. Und dein Schwert wieder anziehen. I'm ready, Avatar. Du hast doch, glaube ich... Ja, du hast auch noch so ein Kolben-Ding. So, die Gummistiefel behalten wir. Ansonsten kann hier ganz viel Zeugs weg. Nee, die nicht. Ich habe mal da diese Rel-Hur-Schriftrollen, wo wir einige haben, mal nachgeschlagen. Das soll die Windrichtung ändern. Also in Ultima 6 hat das noch Sinn gemacht mit der Windrichtung. Aber ich weiß nicht, was wir hier mit einer Änderung von Windrichtung sollen. Ist das nur aus historischen Gründen im Spiel gelandet oder braucht man das hier wirklich irgendwann? Ich habe keine Ahnung davon viel. Stiefel können weg und noch diverser Glitzerkram. Dann sind wir schon fast fertig. So. Dann gehen wir mal auf gut Glück zur Festung der Liebe. Schauen vorher noch nach den Kräutern. Da gibt es was zu pflücken. Da mal noch dran ziehen. Da ziehen. Da noch. So, alles gerupft. Alles einsammeln bitte. Alles einsammeln bitte. Geht doch. So, Festung der Liebe. Orientieren. Festung der Liebe ist hier, also müssen wir ziemlich einfach nach Westen. Westen ist da, also go. If thou art sure, I'll try. If I can, I will. Ah, Relines. Machen wir alle Fernkampf. For Lord British. Ja, ja, für Lord British, genau. Die müssen wir uns erstmal noch finden. For Lord British. Genau. So, ein paar Ratten, die werden uns nicht mehr aufhalten. Essen eingesammelt. Avatar mal Nahkampf. Sehr schön. If I can, I will. Komm, mach das Reh noch. Sehr schön. 100 Pfeile drin, Reh lebt immer noch. So, Westen ist da. As thou wishest. So. Die Hasen lassen wir mal leben. Hast du ein großes Reh? Das hätte ich noch gerne. Da ist noch irgendwas. Irgendwas schießt hier. Äpfel? Wo kommen die Äpfel jetzt her? Ich glaube, ich habe einen Baum angeklickt. Nahkampf, Nahkampf. Kümmert euch mal bitte um was auch immer da ist. Hier, hallo. Nahkämpfer, bitte da. Ja. Sehr schön. So, dann nehmen wir zumindest das Gold mit.
weil der Rest hier lohnt den Aufwand nicht. So, aber eigentlich wollten wir nach Westen bzw. noch ein Riechen schießen. Und Mücken. Okay. So. Dann doch kein Reh. Diese Mücken. So, jetzt sind wir in Yolos Hütte. Und dann gehen wir dort hoch und dort müsste dann irgendwo die Abtei gewesen sein. Wölfchens. Sehr schön. So, und jetzt müssten doch irgendwo diese beiden Laternen stehen. Dann sind wir da. Right. Easily done. As thou wishest. Da, eine, ja, da. Wir sind richtig. Easily done. So, aber wir müssen in die Pause. Ich höre mich schon mal ein bisschen in der Festung der Liebe um, ob es hier überhaupt Sinn macht, sich mit irgendjemandem zu unterhalten. Ja, weil ich keine Ahnung habe, wo wir jetzt mit der Scherbe hin sollen. Mir fehlen hier diverse Informationen, wo ich denke, das Spiel gibt uns nie wirklich viele Informationen, was der große Plan ist. Aber vielleicht finden wir es dann noch raus. Also, bis gleich.